In diesem Video zeige ich dir einen Trick, wie du am Jahresende als Selbstständiger nochmal Steuern sparen kannst. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wenn du selbstständig bist und eine Einnahmenüberschussrechnung erstellst, gibt es einen Trick, wie du am Jahresende noch ein paar Sachen tun kannst, um weniger Steuern zu zahlen. Und das schauen wir uns in diesem Video etwas genauer an. Grundsätzlich ergeben viele Steuerspartipps und Tricks, die du so im Internet finden kannst, gar keinen Sinn. Zwar bezahlst du deine Steuern, also die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer, immer aufbauend auf deinem Gewinn. Es ist relativ einfach, Steuern zu sparen, und zwar mach halt einfach keinen Gewinn. Viele Tipps zielen darauf ab, dass du mehr Kosten hast. Das heißt, wenn du mehr ausgibst, dann machst du niedrigeren Gewinn und sparst Steuern. Das stimmt natürlich und ist aus steuerlicher Sicht nicht zu beanstanden, allerdings hast du denn das Geld ja auch nicht. Das heißt, nur weil du keinen Gewinn machst, deswegen Steuern sparen, ist kein wirklich guter Tipp und betriebswirtschaftlich ergibt das keinen Sinn. Aber du kannst, ohne zusätzliche Ausgaben zu produzieren, ein paar Dinge machen, wenn du eine Einnahmenüberschussrechnung erstellst. Das heißt, wenn du in deiner Steuererklärung die Anlage EÜR ausfüllen musst, dann gilt für dich das sogenannte Zufluss-Abfluss-Prinzip. Dieses Zufluss-Abfluss-Prinzip besagt, dass Transaktionen und Einnahmen und Ausgaben erst dann steuerlich wirksam sind, wenn sie tatsächlich eine Transaktion auf dem Bankkonto haben. Wenn du eine Rechnung schreibst und diese Rechnung wird von deinem Kunden nie bezahlt, dann musst du diese Einnahme auch nie versteuern. Das ist anders als bei Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen. Das heißt, wenn du eine Bilanz erstellen musst, dann geht das, was ich dir gleich sage, nicht. Bei einer Einnahmenüberschussrechnung gilt immer nur der Zeitpunkt des Zuflusses des Geldes. Das gleiche gilt übrigens auch für Ausgaben. Das heißt, wenn du eine Rechnung bekommst und du diese Rechnung aus welchen Gründen auch immer nie bezahlst, darfst du diese Kosten auch nie gewinnmindernd geltend machen. Und mit diesem Zufluss-Abfluss-Prinzip kannst du am Jahresende ein bisschen herumspielen, um Steuern zu sparen. Du als Selbstständiger kannst ja über den Zeitpunkt des Zuflusses oder des Abflusses zum Teil bestimmen oder ihn zumindest maßgeblich beeinflussen. Schauen wir uns einfach mal beide Seiten an. Einmal die Einnahmenseite und einmal die Ausgabenseite. Wenn du beispielsweise an einem Projekt arbeitest, Oktober und November, und du würdest jetzt im November eine Rechnung stellen, dann kannst du natürlich direkt sofort im November die Rechnung stellen und läufst dann, um es mal so zu sagen, Gefahr, dass die Rechnung dieses Jahr noch bezahlt wird und dann musst du dieses Jahr natürlich diese Einnahmen versteuern. Aber wenn du jetzt das Geld gar nicht zwingend sofort brauchst, dann könntest du dir überlegen, ob du deine Rechnungsstellung vielleicht nicht Mitte November machst, sondern vielleicht erst Ende Dezember. Vielleicht stellst du deine Rechnung einfach am 31.12. und stellst so sicher, dass du dieses Geld nicht mehr in diesem Jahr bekommst, sondern halt im Januar. Und dadurch müsstest du diese Einnahme nicht mehr im alten Jahr bezahlen, sondern dann halt erst im nächsten Jahr. So könntest du ganz bewusst deine Einnahmenseite reduzieren, um so weniger Steuern zu zahlen. Das kannst du auch gerne in Absprache mit deinen Kunden machen. Viele Kunden haben da gar nichts dagegen, weil große Unternehmen, also Kapitalgesellschaften, GmbHs, die erstellen sowieso eine Bilanz und die haben eine andere Rechnungslegung. Das heißt, für die hat das gar keinen Nachteil, wenn du die Rechnung einfach später stellst. Und du kannst das Gleiche, was du quasi auf Einnahmenseite machst, indem du Geldzuflüsse verzögerst, kannst du natürlich mit der Ausgabenseite auch machen, indem du dir überlegst, wie kannst du eventuell Kosten, die du eigentlich erst nächstes Jahr hättest, eventuell schon in dieses Jahr holen. Schau dir gerne im November oder Dezember mal dein Bankkonto an und wenn da noch ein bisschen Geld rumliegt, was du gerade nicht brauchst und du möchtest gerne noch ein bisschen Steuern sparen, könntest du dir überlegen, Kosten, von denen du weißt, dass du sie nächstes Jahr sowieso hast, wie kannst du den Zahlungszeitpunkt nach vorne verlegen? Das heißt, wie kannst du im Dezember schon Ausgaben haben, die du sonst nächstes Jahr hättest? Um euch ein Beispiel zu geben, ich habe mal mit einer virtuellen Assistentin zusammengearbeitet und ich hatte bei ihr so ein Kontingent an Stunden. Das heißt, sie hat mir beim Vertrieb geholfen und ich habe ihr eine bestimmte Anzahl an Stunden abgenommen. Bleiben wir beim Beispiel, ich habe ihr monatlich 1.000 Euro gezahlt für 20 Stunden und hatte so ein monatliches Stundenkontingent. Das hat sie normalerweise Ende des Monats einfach abgerechnet. Und ich habe im Dezember auf mein Bankkonto geguckt und gesehen, ah, da ist noch Geld drauf. Ich würde gerne irgendwelche Kosten noch haben, aber ich habe halt keine Lust jetzt unsinnige Kosten, Ausgaben zu haben, die ich gar nicht brauche, nur um Steuern zu sparen. Und dann habe ich mit dieser virtuellen Assistentin gesprochen und sie gefragt, Mensch, ich bin zufrieden mit der Zusammenarbeit, ich würde auch gerne im nächsten Quartal komplett mit dir arbeiten. Wie wäre es, wenn du mir jetzt einfach schon mal eine Vorabrechnung stellst für die Stunden fürs erste Quartal? Also statt 1.000 Euro im Monat, stell mir doch jetzt schon mal eine Rechnung für 3.000 Euro für die nächsten 3 Monate. Dann habe ich quasi ein Stundenkontingent gekauft und das kannst du dann in den nächsten Monaten quasi aufbrauchen. Sie war damit vollkommen einverstanden, hat mir eine 3.000 Euro Rechnung gestellt und dann musste ich diese 3.000 Euro in
dem alten Jahr weniger versteuern, weil ich diese Kosten hatte. Das kannst du auch bei allen anderen Verträgen machen. Du kannst, keine Ahnung, im Coworking Space fragen, ob du Mietvorschuss zahlst. Du kannst aber auch bei allen möglichen Software-Tools und Internetanbietern, Telefonverträgen und so weiter überlegen, ob du das Zahlungsintervall auf jährlich umstellst. Dadurch produzierst du quasi im November, Dezember noch eine ganze Reihe an Kosten, die du steuerlich geltend machen kannst, ohne komplett neue, unsinnige Kosten zu produzieren. Ich hoffe, dieses kurze Video hilft dir dabei, in diesem Jahr weniger Steuern zu zahlen. Ich möchte dich hier am Ende dieses Videos noch einmal auf unsere Aktion aufmerksam machen. Und zwar verlosen wir jeden Sonntag ein Überraschungspaket und du kannst das auch gewinnen. Und zwar, indem du einfach unter diesem Video einen Kommentar schreibst oder unter irgendeinem anderen Video von uns mit dem Hashtag Steuerfrage. Wenn du irgendeine Frage noch zum Inhalt hast oder irgendeine andere steuerliche Frage hast, schreib uns einen Kommentar. Ansonsten würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Das kannst du hier machen oder eins unserer weiteren Videos anschaust, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier. Und jetzt habe ich vergessen, was ich zusätzlich sagen wollte.